Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Indictus. Wir sehen schon, ich bin schon mitten in den Ruinen drin, weil ich mir gedacht habe, ja, wenn wir da in die Söldner-Trainingsstätte gehen, ist das jetzt nicht so spannend. Und es war auch tatsächlich nicht so spannend. Man hat mir gesagt, dass ich über Gegner drüber springen und Schmetterattacken nutzen kann. Wow! Ja, und jetzt dürfen wir uns ja wieder mit dem beschäftigen, mit dem Knilch. Den haben wir ja schon mal kennengelernt. Aber schaut euch bitte mal die Combo an, die ich mittlerweile schon erreicht habe. Weil ja alles in einer Ebene ist. Dadurch kann man hier eine riesen Combo quasi hinlegen. Ja, und damit haben wir auch den erledigt. Ich weiß nicht, ob es das jetzt schon war, aber es sieht irgendwie schon ganz danach aus, habe ich das Gefühl. Jawohl! Also, Trainingsstätte abgehakt, ist nichts Großartiges, das können wir mal so nebenbei machen. Und ich bin ganz froh, dass meine Frames heute mal wieder richtig gut dabei sind bei der Aufnahme. Ich glaube, so gut waren sie schon lange nicht mehr. So. Und einen Speer haben wir erhalten. Ja gut, das ist supi. Aber bitte, Leute, die Kombo 224 in Folge. Ich bin nicht einmal getroffen worden übrigens. Der Schaden, den ich oben gehabt habe während dem Kampf, der war bloß durch einen XI-Move. So einen hier zum Beispiel. Ja, und dann würde ich sagen, nehmen wir als Hauptpunkt heute mal, uns dem Quest Freunde zu widmen, damit wir dieses Freundschaftsschwert für Merrick holen können. Während hier noch ewig lang die Musik durchgeht. Schön, dass wir jetzt endlich mal die Auswertung kriegen. Das dauert ja ewig hier. Okay. Triple S, ja gut, das möchte ja auch sein. Und da, oh Gott, ich habe noch nie so eine geile Wertung gehabt. Leute, das ist ja der Hammer. Triple S insgesamt ist ja fett. Haha. Aber gut, ich meine, das Level ist jetzt auch ziemlich sinnfrei. Von daher kann man sich da jetzt wahrscheinlich nicht so viel drauf einbilden. Gut, ab zurück in die Stadt. Wir sind übrigens so aktuell wie nie. Diese Folge, die jetzt gerade kommt, die habe ich heute erst aufgenommen. Und zwar haben wir es jetzt, ich glaube, 16 Uhr oder so. Ausnahmsweise auch mal tagsüber. Und nicht mitten in der Nacht. So, und ja, das liegt einfach nur daran, dass ich die Folgen, also dass ich keine Folgen mehr hatte. Und irgendwie mir ziemlich Zeit damit gelassen habe, die mal jetzt wieder aufzunehmen. So, und ich würde sagen, wir klappern jetzt erstmal die restlichen Quests ab, die wir hier noch so haben. Vorher aber, das wollte ich euch noch zeigen, wir haben noch in der letzten Folge bei Earnmas dieses Aktionspack hier mit eingesammelt. Hier, dieses, das limitierte Kampfvorratspack. Ich wollte euch noch zeigen, was es damit auf sich hat. Und zwar finden wir darin, wenn wir das öffnen, tada, Handschuhe, Stiefel, einen Helm, Beinschienen, eine Plattenrüstung und Schwerter. Und schaut bitte mal auf die Werte, Attacke 6180, zum Vergleich dazu, meine aktuellen normalen Schwerter haben 1411. Und so zieht sich das durch das gesamte Rüstungspack und ihr seht ja schon, wie ich aussehe. Ich mache mal den Helm hier mit an. Also das ist schon eine ziemlich epische Rüstung. Die habe ich jetzt, nachdem ich das geöffnet habe, für 3 Stunden verfügbar. Danach geht sie nicht mehr, dann kann ich sie wegschmeißen. Und morgen kann ich mir eine neue holen. Also das, ich finde das großartig, diese Aktionen, weil dadurch wirklich manche Kämpfe so dermaßen einfach werden. Also das ist echt der Hammer. So, und jetzt gehen wir aber endlich mal in die Schmiede, würde ich sagen. Hallo, Shyla. Heute übrigens wieder ohne weibliche Synchro. Weil, kann ja nicht immer sein, ne? Und ich habe bislang auch noch kein Feedback gekriegt, wie es da aussieht. Aber ich meine, es haben auch noch nicht allzu viele Leute die Folge überhaupt gesehen, die Monsterfolge. Tut mir leid, dass die so lang war. Das wird sich jetzt hoffentlich in Grenzen halten in Zukunft. Schauen wir mal hier. So, Story. Achso, ich habe ja schon drauf geklickt. Ein Job für Shyla 3. Schön, schön. Du bist doch ein recht talentierter Jäger, was? Geh mal den Kram ab. Ja, das ist weißes Gnollleder. Sieht ganz vernünftig aus. Dieses braune Gnollleder ist ziemlich gewöhnlich. Oh, sieh nur, wie das Gold in diesem Leder das Licht reflektiert. Herrlich. Shyla packt das Leder in einen Beutel. Und das rote Gnollleder, perfekt. Ich sehe einen echten Jäger in dir. Nicht so wie in dieser sogenannten berühmten Rothaarigen. Gut gemacht. Hier, deine Bezahlung. Man nennt es glattes Seelenrelikt. Ich denke, es wird sich dir erst nützlich erweisen. Wenn du das sagst.
Wie man es benutzt, das musst du schon alleine herausfinden. Shyla grinst. Ich werde hier später mit dir plaudern, mein kleiner neuer Freund. Gut, haben wir das abgeschlossen und haben noch einen Titel gekriegt, äußerst loyal zu Shyla und damit wieder ein paar Punkte auf unsere Statuswerte drauf. So, jetzt gehen wir noch fix in den Reiseladen. Und dann natürlich in den Söldner-Außenposten, um dort mal unsere Belohnung abzuholen von Kara. So, Kirsty, blutroter Zornset. Kennst du eine Ausrüstung, die sich Zornset nennt? Nee, das mache ich heute nicht. Sie ist aus rotem Gnollleder gemacht. Mir ist das zu anstrengend mit den hohen Stimmen und vor allen Dingen klingt es auch dämlich einfach. Rotes Gnollleder ist so selten. Ich glaube, ich habe noch kein einziges Stück dieses Sets gesehen. Das wäre wirklich beeindruckend. Gut, schön. Kannst du kriegen. Und ja, das hatten wir doch gerade schon, blutroter Zornset. Achso, wir haben eins schon, deshalb. Ha, das ist ja aus dem Zornset. Erstaunlich. Ich wusste nicht, dass Fergus das schmieden kann. Kirstys Augen leuchten. Ich frage mich, wo er solche Dinge lernt. Da du das Set jetzt schon angefangen hast, könntest du es doch auch komplettieren, oder? Sammle alle Materialien und frag dann Fergus, ob er dir beim Herstellen helfen kann. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir irgendwas haben bei Fergus herstellen lassen. Aber, ach, der Helm des blutroten Zorns, der ist ja, den haben wir vom Knollhäuptling erhalten. Gut, und den Rest können wir dann wahrscheinlich bei Fergus herstellen, das ist schon mal gut zu wissen. So, Gott, hier gibt's ja Massen an Quests zu erledigen. Du versuchst, Merrick den Brief von Keegan zu geben, aber er lehnt es ab, ihn anzunehmen. Ich möchte keine weiteren Briefe von Keegan. Gib ihn tief zurück. Gut, dann nicht. So, Gwyn. Gwyn redet leise, als ob sie mit sich selbst spricht. Wir haben nicht mit dem Angriff gerechnet. Eine Passage ohne Ausweg. Die Dunkelheit. Ich war töricht. Ich habe nicht mit einem Gnollhinterhalt gerechnet. Und es ist meine Schuld. Ich weiß nicht einmal, wie viele meiner Männer niedergestreckt wurden oder wo ihre Leichen sind. Als ich aufwachte, war ich allein. Ich bin nur froh, dass ich Alice hier zurückließ. Oh, Gwyn. Mir geht es gut, Alice. Aber die anderen hatten nicht so viel Glück. Ich kann nicht zurück nach Rochester und Keegan so entgegentreten. Rutra, bitte. Finde die Leichen meiner Soldaten. Ich muss wissen, wer sie getötet hat und wo sie nun sind. Bitte. Rache, ein neues Quest. Gut, das werden wir heute natürlich nicht erledigen. Das wird aber demnächst dann auch kommen. So, und jetzt gehen wir mal bei Kara unsere Mission ab. Neues Kampftraining, genau. Haha, du bist zurück. War es schwer? Aber denk dran, denn dass diese Erfahrung von nun an als gute Grundlage dienen wird. Also solltest du je mehr Taktiken lernen wollen, geh in die feine Söldner-Trainingsstätte. Was ist denn das für ein Deutsch? Es wird sich im Kampf als nützlich erweisen, also vergiss das nicht, ja? Ich bin froh, dass du sicher zurückgekehrt bist nach dem schwierigen Training, genau. Gut gemacht! So, und wir haben noch einen Fisch für Gallagher. Ja, den Spruch kennen wir schon. Lass uns fischen. Hast einen gefangen, was? Gib ihn her. Nur einer? Verdammt knausrig bist du, wa? Ich weiß, dass ich dir gesagt habe, du sollst nur einen mitbringen. Aber das war nicht wörtlich gemeint. Lass es mich so sagen. 50! Willst du mich verarschen? Ich will 50 Fische. Arsch. Solange du nicht so viele gefangen hast, bist du kein richtiger Angler. Das ist mir scheißegal, ehrlich gesagt. Ich will auch kein Angler sein. 50 Fische. Der hat doch ein Rad ab, der Kerl. So, und wir sind Fischdebütant. Eierbrütende Eule. Wie läuft's so mit dem Fischen? Naja. Vergiss nicht, ich verkaufe Fischtickets. Kauf eine Menge davon. Du erwähnst die Fischeier, die du beim Fischen gefunden hast. Haben wir das? Kann ich mich nicht dran erinnern. Egal. Hä? Eier? Du meinst sowas wie er? Was? Als ob ich sowas bräuchte. Ich kann damit kein Geld machen. Wenn du vielleicht 5 davon sammelst, kann sie die Eule auf dem Fischerboot für dich ausbrüten. Mhm. Genau. Die Eule brütet Fischeier aus. So, wer findet das behalten? Hey, du weißt, wie man fischt, oder? Willst du mit mir ein Geschäft gründen? Du fängst die Fische, ich bezahle dich dafür und verkaufe die Fische. Was sagst du? Was hältst du davon, etwas Gold zu machen? Also gut, geh zum Mitternachtfluss und fang etwas Fisch. Bring mir 50 Fische einer Sorte und versuch nicht, mir kranke Fische unterzujubeln.
Ich kann sie nicht verkaufen, wenn sie nicht gesund sind. Ja, das hatten wir doch gerade eben schon angenommen, das Quest, oder? So, jetzt will ich noch kurz bei Merrick mal gucken. Ja, wir haben ja noch andere Sachen. Veteranenausrüstung. Ausgezeichnete Arbeit. Jetzt werden die Leute deinen Status allein schon an deinen Anblick erkennen. Gut, ja, wenn wir die komplett haben. Schön. Und aber noch was. Gründe des Krieges. 1. Merrick hat einen entsetzten Gesichtsausdruck. Etwas Schreckliches hätte geschehen können. Ich habe meine Waffe während eines Kampfes verloren. Anfängerfehler. Aber ich habe einen kühlen Kopf bewahrt. Stattdessen habe ich nahegelegene Krüge aufgehoben und auf Feinde geworfen. Lass dir gesagt sein, diese Krüge haben eine ganz schöne Wucht. Jetzt verstehe ich endlich, was der Hauptmann meint, wenn er sagt, dass du alles in deiner Umgebung als Waffe benutzen kannst. Versuch es. Es ist einfach. Heb einfach etwas auf und werf oder schwing es. Versuche damit 10 Knolle zu bezwingen. Das sollte dir einen Geschmack davon geben, wie nützlich dies ist. Einfallsreicher Kämpfer können wir werden. Supi. So, und bei der Story noch der Skill-Wendeschritt. Mann, Massen von Quests, ist ja übel. Was ist am wichtigsten beim Kämpfen durch einen Dungeon? Gewinnen? Seltene Items finden? Falsch. Das Wichtigste ist zu überleben. Du musst lernen, den feindlichen Angriffen auszuweichen. Falls man hier übrigens im Hintergrund irgendwelchen Krach hört, das ist mein Kater, der gerade wieder am Abspacken ist. Nachdem ein Kater eine Fähigkeit genutzt hat, sind diese verletzbar. Das ist der Zeitpunkt, wenn du deinen Angriff umsetzt. Trainiere, bis dein Skill Gleitschrittkenntnisse Rang D erreicht hat. Ich werde dir dann den Skill Wendeschritt beibringen. Und noch Aiden. Mann, Mann, Mann. Hallo! Monster Ignachtfluss, genau. Hast du von dem Gerücht gehört, das durch die Stadt kursiert? Das Gerücht besagt, dass ein riesiges Monster im Ignachtfluss an einem nebligen Tag auftaucht. Viele Leute haben es angeblich schon gesehen. Ich persönlich denke, dass es ein Fomor ist. Ah, die Einzahl von Fomori ist Fomor. Das macht irgendwie Sinn. Wir müssen den Fall untersuchen. Gut, jetzt haben wir genug gequatscht hier. Das ist ja schon wieder... Das zieht sich schon wieder. Und im Gasthaus gibt's auch noch was. Meine Güte. Dabei will ich euch doch noch zeigen, wie die Rüstung Wumms macht. Aber wenn das so weitergeht, wird es was in der nächsten Folge. Du erzählst tief, dass Merrick Keens Brief nicht angenommen hat. Oh, Merrick. Die beiden haben sich auseinandergelebt, nachdem Keen der königlichen Armee beigetreten ist und nach Rochester ging. Aber seinen Brief abzulehnen, es ist, als wären sie nicht mal mehr Freunde. Tief öffnet eine Schublade, nimmt einen Ring und zeigt ihn dir. Dies ist ein Freundschaftsring, den sowohl Clodagh als auch ich haben. Keegan und Merrick, shit, jetzt habe ich zu schnell weggedrückt, auszusehen. Egal. Ich wünsche, es gäbe einen Weg. Tief! Keegan hat mir hübschen Haarschmuck geschickt. Ah, die Musik ist wieder so laut, schrecklich. Hat er dir auch? Clodagh bemerkt plötzlich Tiefs traurigen Gesichtsausdruck. Was ist denn los? Tief und du klären Clodagh auf. Clodagh seufzt. Merrick regt sich immer auf, wenn jemand Keegans Namen nur leise flüstert. Aber ich kann kaum glauben, dass er diesen Brief abgelehnt hat. Ich habe eine Idee. Was, wenn jemand die Freundschaftsschwerter erwähnen würde, die er und Keegan haben? Würde ihn das nicht an die guten alten Zeiten erinnern? Das könnte funktionieren. Ja, ich denke, das würde es. Du bist ein Genie, Clodagh. Clodagh errötet sichtbar glücklich. Keine Ursache. Oh, wir sollten unsere Freundschaftsringe ab Merrick zeigen. Aber ich möchte nicht diejenige sein, die das macht. Wenn unser Plan nach hinten losgeht, beißt Merrick jemanden den Kopf ab. Clodagh, macht es dir etwas aus, wenn ich Rudra meinen Ring gebe? Sicher nicht. Es war immerhin meine Idee. Obwohl... Clodagh sieht Tiefs Ring mit Sehnsucht an. Dann schüttelt sie plötzlich ihren Kopf. Nein, das ist die beste Möglichkeit. Bitte zeig Merrick den Ring, Rudra. Du bist die Beste, Clodagh. Ich muss jetzt weg. Aber ich werde im Laden sein, wenn du mich brauchst. So, weg von der Eulenfiedelei hier. Das ist so schweinelaut. So, und jetzt gehen wir noch in den Söldner Außenposten. Und ich glaube, dann ist echt die Zeit schon wieder rum hier. Also gehen wir doch erst in der nächsten Folge wieder in die Dungeons rein. So, ist das ein Freundschaftsring? Erinnert mich an ein Schwert, das ich vor einiger Zeit in die gefährlichen Ruinen geworfen habe.
Marek zuckt mit den Schultern. Ich denke, irgendwelche Gnolle haben sie aufgehoben. Weißt du, ich habe mich so wenig um dieses Schwert gekümmert, dass ich gar nicht mehr weiß, wie es aussieht. Ich habe dieses Schwert absolut vollkommen vergessen. Für jemanden, der alles darüber vergessen hat, hast du das Thema aber sehr schnell aufgebracht. Marek zuckt. Glaub, was du willst. So. Und jetzt haben wir, glaube ich, nichts mehr so weit... Oh, doch, unten im Gemischtwarenladen. Gut, dann wird es jetzt wieder eine reine Questfolge im Dorf. Wahnsinnig spannend, ich weiß, tut mir leid. Aber dann gehen wir noch hier kurz vorbei bei Clodagh. Genau. Marek hat das Schwert weggeworfen. Clodagh betrachtet dich mit einem Glitzern in den Augen. Okay, Rudra. Ich habe eine besondere Aufgabe für dich. Lass mich raten, ich soll die Schwerter zurückholen? Finde dieses Schwert. Es müsste irgendwo in den gefährlichen Ruinen sein. Marek wird es sich anders überlegen, wenn er es sieht. Mensch, Überraschung. Noch ein Quest, Freunde. So, und damit würde ich sagen, beenden wir jetzt erstmal den Part hier. Weil, ist schon wieder lang genug. Und in der nächsten Folge werden wir uns dann mal dem Quest Freunde widmen. Und ja, war jetzt nicht allzu spannend, tut mir leid. Aber wir sehen uns dann übermorgen wieder, wenn ich das weiter mit dem Plan so einhalte, dass morgen dann Overclock dran ist und übermorgen dann wieder Vindictus. Ich denke schon. Also, bis dahin, wir sehen uns. Tschüss.